Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Vlog. Könnt ihr euch noch erinnern, Anfang 2017 habe ich ein Video gemacht. Ich habe tatsächlich ein Bild gemalt, was 187 Tage auf der ISS-Raumstation war. Ja, könnt ihr euch daran noch erinnern? Genau heute wird es darum gehen. Dieser Astronaut, der das ins Rollen gebracht hat, dass mein Bild mit ins Weltall genommen wurde, der macht zurzeit eine Ausstellung. Da werden wir heute hinfahren, weil er nämlich bald in Rente geht und das ist quasi die letzte Chance rauszufinden, ob mein Bild vielleicht doch noch aufgetaucht ist. Vielleicht hängt es ja da aus, wir wissen es nicht und genau deswegen werden wir heute Nacht mit weiterfahren. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann kann es auch schon losgehen. So, ich bin jetzt fertig und Mama und ich machen jetzt auch gleich los. Ich denke, ich werde unterwegs mit dem Handy weiter filmen. Ja, ganz einfach, weil ich nicht denke, dass ich meine Riesenkamera mitnehme. So, wir nehmen jetzt auch die Zeitungsausschnitte von damals mit und kopieren die mal. Falls wir den Tassilo da antreffen. Ja, sie kleine Steffi. Das Ostfriesische County, aus dem Jahrgang 78, da war ich 8 Jahre alt, da sah die Zeitung aus. Klasse. Also wir haben bei der Sparkasse mal am Schalter nachgefragt. Und tatsächlich haben wir Tassilo Römisch so um 5 Minuten verpasst, weil er gerade da war. Und jetzt erst am Montag wieder in der Sparkasse ist. Und jetzt gucken wir mal nach dem Raumfahrtmuseum, was hier ist. Und schauen mal, ob wir ihm die Kopien von den Zeitungsartikeln irgendwie im Briefkasten stecken können oder so. So, wir haben das Raumfahrtmuseum gefunden. Ich habe jetzt die Kopien genommen, die einfach mal zusammengeheftet und eine kleine Nachricht draufgeschrieben. Vielleicht meldet er sich ja mal per E-Mail. Ja, wie gesagt, das ist schon 15 Jahre her. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnert. Aber immerhin hat er mein Bild mit in den Weltraum genommen. So, wir waren jetzt noch lecker beim Italiener essen, waren jetzt gerade tanken. Und jetzt fahren wir noch nach Chemnitz in den Nevepark und gehen ein bisschen shoppen. Wir dachten, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal ein bisschen shoppen gehen. Und ich merke, ich brauche unbedingt einen neuen Wimpernkleber, weil meine Wimpern flattern im Wind immer weg. So irgendwie der Kleber, also das ist irgendwie das Schlechteste, den ich jemals geholt habe. Der ist irgendwie mit Aloe Vera oder so. Hatte ich mal beim Müller, glaube ich, geholt. Vor allem 5 Euro für so einen Wimpernkleber und dann ist er so schlecht. Okay, nicht mal Wimpern, meine Adele-Wimpern mit einem ganz, ganz dünnen Wimpernband halten da. Aber vorne und hinten gehen die immer ab. Und dann löst sich der Kleber auch irgendwann in der Mitte ab und dann flattern die so im Wind. Das ist richtig nervig. Ich hatte mal einen von Fingers, das war so ein Wimpern- und Nagelkleber. Und der war super geil, der hat immer gehalten, der war perfekt. Und dann so ein überteuerter Wimpernkleber, 5 Euro. Und hält einfach gar nicht. Und ich bin so gespannt, ob sich der Tassilo bei mir per E-Mail meldet. Ich habe halt drauf geschrieben, wer ich bin und dass wir vor 15 Jahren schon mal miteinander zu tun hatten, als ich Kindergarten erste Klasse war. Und dass er halt mein Bild in den Weltraum hochgeschickt hat, hat es ja nicht persönlich mitgenommen, sondern sein russischer Freund Padalka, Gennady Padalka, hat es dann mit auf die ISS genommen. Da ist es dann, glaube ich, ein Jahr mit um die Erde geflogen und ist ja dann verschollen. Ich habe halt auch hingeschrieben, PS, ich würde sehr gerne wissen, was mit meinem Gemälde von damals passiert ist. So, also wir waren jetzt im Nevepark und irgendwie war das so ein bisschen fail, weil da waren irgendwie so 2 total überteuerte Geschäfte
und der Rest war irgendwie nur so ein Billig-Schrott-Scheiß. Also wir sind auf dem Weg dahin an einem anderen Park vorbeigefahren. Da gab es viele Geschäfte, wie zum Beispiel New Yorker oder so. Und wir fahren jetzt dahin und ja, da wird sich bestimmt was Schönes finden, wo man shoppen gehen kann. Wir waren jetzt beim Nefepark einfach nochmal im Ikea drin und haben ein bisschen was geholt. Also von den Läden sieht es hier deutlich besser aus als der Chemnitz Park. So, wir waren jetzt schon in diversen Läden, haben schon ein bisschen was gekauft und jetzt gönnen wir uns erstmal ein. Das ist mal richtig cool. Mega. Hier war, guck mal, die bauen eine Rakete aus Ostereiern. Nee, Quatsch, eine Pyramide so rum. Nice. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ja, wir haben ein bisschen was geshoppt. Da kann ich euch, denke ich mal, für nächste Woche einen Haul abfilmen, weil einen Haul gab es ja schon lange nicht mehr, weil ich nie shoppen gehe. Wenn ihr nächste Woche ein Haul sehen wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn euch der Vlog gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren und auf immer Benachrichtigungen stellen. Nicht vergessen, weil sonst kann es sein, dass ihr keine Videos von mir seht. Wegen YouTube und so habe ich im letzten Video erklärt. Dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche zum Haul höchstwahrscheinlich. Und genau, wir sehen uns. Bye!